Mit dem ersten Schnee bekommt die Festspielstadt Salzburg eine besondere Faszination. Zwischen dem Dom und dem Salzburger Heimatwerk bietet der Christkindlmarkt ein Erlebnis für alle Sinne. Adventliche Klänge führen jedes Jahr in der sogenannten stillsten Zeit an die 40.000 Gäste in das große Festspielhaus. Worin liegt das Geheimnis des weltberühmten Salzburger Adventsingens? Marietzkind, jetzt haben wir es bald geschafft. Rund 150 Hirtenkinder und Laiendarsteller, Sänger und Musikanten geben der Weihnachtsbotschaft eine szenisch-musikalische Form. Überliefertes alpenländisches Kulturgut und neue Kompositionen werden zu einem harmonischen Gesamtwerk verwoben. Das Salzburger Adventsingen ist mit seiner über 60-jährigen Tradition einmalig geblieben. Es ist der Name und es ist das gute Niveau und es ist die Tradition und es ist das Ambiente und es ist das Haus und es sind die guten Leute, die sich da treffen und das zieht natürlich auch wieder Leute an. Die Tradition des Salzburger Adventsingens wird durch Tobi Reiser den Älteren begründet. Im Jahr 1946, als er auch sein Heimatwerk wieder eröffnet, trifft er sich mit einigen Musikantenfreunden zum adventlichen Musizieren im kleinen Kreis. Reiser gewinnt die besten Sänger und Musikanten aus Österreich und Bayern und fügt Bräuche wie die Herbergsuche oder das Hirtenspiel ein. Wahrhaft, ich hab Reinheiligt, so ein graues Feiert an Vierten. Advent, das ist die stillste Zeit im Jahr. Der Schriftsteller Karl Heinrich Wackerl bringt neue Töne in die Abfolge von Liedern, Musikstücken und Spielszenen und wird für zwei Jahrzehnte zu einer festen Säule. Das Salzburger Adventsingen geht einem großen Liebhaberkreis zu Herzen. Aus der intimen Feierstunde wird ab 1960 das Bühnenereignis im großen Festspielhaus. Wenn Sie die christliche Botschaft von Eintracht und Frieden, Wärme und Licht vernehmen, werden die Gäste wie eine große Familie. Nach dem Tod von Tobi Reiser dem Älteren beginnt mit seinem Sohn Tobias Reiser dem Jüngeren 1974 eine neue Ära. Die Erde zerfällt, ihr Gesicht ist entstellt, zerschlagen, zerschunden. In der Auseinandersetzung mit Licht und Finsternis entwickelt er das Adventsingen zeitgemäß weiter. Die Herbergsuche wird zu einem zentralen Element mit der zeitlosen Botschaft: Bethlehem ist überall. Im Jahr 1999 stirbt Tobias Reiser völlig überraschend im 52. Lebensjahr. Langjährige, treue Weggefährten führen das Erbe mit dem neuen Gesamtleiter von Heimatwerk und Adventsingen in eine gute Zukunft. Inszenierungen der Vergangenheit werden zeitgemäß interpretiert, neue Werke entstehen und werden vom Publikum dankbar aufgenommen. Aber Anna, das ist doch selbstverständlich. Das Salzburger Adventsingen im großen Festspielhaus strahlt seit über 60 Jahren in alle Himmelsrichtungen aus. Es zeigt, dass Traditionen nur mit stetiger, behutsamer Erneuerung bestehen können. Immer wieder neu und zu Herzen gehend interpretiert, vermittelt die Botschaft der Geburt Christi zeitlose Werte, die wir mehr denn je benötigen. Wird dem wohl berühmtesten Lied der Welt anlässlich seines 190. Geburtstages die Referenz erwiesen. Stille Nacht, heilige Nacht wird zum Mittelpunkt des adventlichen Geschehens beim Salzburger Adventsingen. Lieblinge des Publikums sind seit Generationen die Salzburger Hirtenkinder.
mit ihren unbeschwerten, ehrlichen Aussagen, ihren Jodlern, Liedern und dem Landler mit dem originellen Pasch erobern sie im Sturm die Herzen der Besucher. Ja, 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 ja. Ausgezeichnet! Die Hoffnung, die Freude, die nimmt man ernt. Sie ist das einzige Licht in meiner Dunkelheit. Denn am Schluss von meinem Traum, ja, dass ich nicht lieg, da hat vor dem Stall der Impfibam fliegt. Es ist schön zu erleben bei jeder Aufführung, wie das Publikum und die Mitwirkenden zu einem zusammenwachsen. Spätestens, wenn zum krönenden Abschluss alle gemeinsam den Andachtsjodler singen, ist das ein berührender Höhepunkt. Jeder ist Teil des Geheimnisses Salzburger Adventsingen im großen Festspielhaus.